Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Diesmal, ach ja, schön. Diesmal in Black Ops. Ja, ihr habt richtig gehört, Black Ops ist es. Mal wieder auf dem Kanal zu sehen. Es ist ja schon länger her, dass ich hier mal Black Ops gezeigt habe. Und ich mache das nicht irgendwie, weil ich jetzt, weiß ich nicht, über Black Ops 2 sprechen will, wo mir gar nicht gefällt. Mir gefällt ja Black Ops 1 auch nicht. Oder so. Entschuldigung. Ich will eigentlich bloß mal von hinten erschossen werden. Warum steht der da? C-Fix. Also, der Grund, warum ich das mache, ist, ich habe gerade ein Gastkommentar aufgenommen auf einem anderen Kanal, also für einen anderen Kanal, und ich habe es gerade noch laufen und ich dachte mir mal, warum denn nicht? Bist gerade gut drauf, kannst mal ein bisschen zocken. Ist auch schön so. Oh. Oh. Warum? Also, ich finde das so kacke, das Spiel. Ich bin einfach schlecht in dem Spiel, ich gebe es ja zu. Aber mir gefällt auch das Spiel nicht. Also, ich hab's jetzt gezockt ewig lange eigentlich. Also, ich hab's wirklich lange gezockt. Ich bin jetzt Prestige 6 oder so. Weiß ich nicht ganz. Ah ja, da ist haben wir. Oh, und einen Gegner. Hey, wunderbar. Wir haben ja schon 3 Kills in meinem Team. Und die Gegner haben 14. Also, oh, mein Gott. Und ich hab jetzt mal eine kurze Anregung für euch. Aha, das ist ein Gegner. Schön. Eine kurze Anregung für euch ist zum Beispiel, nie springen unterm Schießen, das hilft gar nichts. Ich habe ja jetzt einen Gastkommentar hochgeladen bei Born to Die und, ach ja, schön, dass der nicht gestorben ist. Oh, schön, dass der gestorben ist. Und dann war es auch irgendwie so, dass mich die voll geflamed haben und so und voll, du bist scheiße und stirb nicht so oft, du Arschloch, du bist kacke. Und sowas, also da war echt einiges dran. Ich will mich nicht aufregen und so, ich will mich nicht beschweren, ich will einfach bloß ein bisschen euch am laufenden Stand halten, ne, auf dem Gameplay. Das war ein Gameplay von wo war's? Ich glaube MW3 war's, natürlich MW3 war's. Und da habe ich halt dann losgelegt und habe gespielt. Und war richtig gut drauf. Und dann kam so ein FM oder Akimbo-Arschloch, also voll der Noob und liegt in der Ecke rum und er schießt mich mit einer Akimbo-Waffe. Und ich bin dann irgendwie voll genervt gewesen und ein bisschen, ja, ausgerastet bin ich mal und hab rumgeschrien. Ein bisschen. Und das hat ihm nicht gefallen anscheinend. Und ich soll nicht so rumschreien oder ich soll mich nicht so aufregen. Und das ist alles gespielt, was ich da mache. Und so weiter und so fort. Und das ist eh alles scheiße. Und ich bin eh kacke und ich kann nicht zocken. Also das ist dann die Grundaussage von dem Kommentar gewesen anscheinend. Und die Qualität ist eh schlecht und so weiter. Also lauter schöne Sache, wirklich. Ja, ich bin schlecht. Oh, Granaten. Oh. Er braucht so lange zur Waffe wechseln. Warum nicht einfach Waffe nehmen, wegschmeißen und die nächste Waffe nehmen? Es wäre nicht so schwer. Also es wäre fast ein bisschen einfach. Vielleicht habt ihr jetzt bemerkt, dass jetzt keine längeren Videos kommen. Ich habe schon mal erwähnt, dass es jetzt irgendwie YouTube hat da irgendwie Scheiße gebaut oder irgendwas ist jetzt mit YouTube los. Und es kommen einfach, also ich kann jetzt keine Videos hochladen, die länger als 15 Minuten dauern. Warum? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil heute Samstag ist oder so. Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem coolen Grund, der auch Sinn ergibt, wurde das gemacht. Ja, ich hab dich trotzdem erwischt, du Arsch. Napalm-Angriff geht auf mich zu, macht nichts. Und heute einfach mal ein ganz kurzes, knappes Video mal zu Black Ops wieder zeigen. Ich wollte einfach wissen, wie es mir gefällt und es gefällt mir nicht. Also, ich habe Schwierigkeiten jetzt mit der Maus, ich komme da nicht klar. Jetzt ist mir, so ist es zu schnell und wenn ich so ziehe, ist es zu langsam. Also, lauter so Sachen wollen einfach einen ein bisschen stören. Und ich muss mich da einspielen, mache ich nicht, keinen Bock. Ich will es eh wieder nicht mehr spielen, das Spiel jetzt. Ich werde mir auf jeden Fall Black Ops 2... weiß ich nicht, kaufen oder von einem Kumpel mal anschauen, wie das sich spielt oder so. Ich will auf jeden Fall euch auch einen Einblick zeigen in, da ist keine Tür, in Black Ops 2, um meine Meinung zu kundgeben natürlich. Mach ich ja gerne. Aber jetzt so groß kaufen würde ich es mir wahrscheinlich nicht. Also ich würde mir da eher Max Payne 3 kaufen, da freue ich mich riesig drauf, weil Max Payne 3 ist ein super geiles Spiel. Und irgendwie, weiß ich nicht. Was haltet denn ihr von den derzeitigen Kopierschutzmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen von Spielen? Weil es fällt euch vielleicht auch auf, dass es ein bisschen überhoben ist zur Zeit. Also man muss sich da anmelden, man muss da online sein und alles mögliche und so weiter und so fort. Und in Origin angemeldet sein und bei Battlelog und bei Steam und dann noch CD im Laufwerk haben und so weiter und so fort. Also
lauter so Sachen, wo man sich eigentlich sparen könnte, wenn man mal richtig nachdenkt. Aber die sind halt jetzt zurzeit da und das ist nicht schön. Und deswegen kann ich auch zurzeit kein Battlefield 3 zocken, was mich auch stört natürlich, weil ich würde es gern zocken, aber ich kann nicht. Und das ist halt schon dämlich. Boah, du bist doch dumm, oder? Ich habe doch auf Ziel gedrückt. Mein Gott, was ist denn das? Und irgendwie, man merkt es vielleicht schon, Black Ops regt mich schon ein bisschen auf. Ja, zieh nach links, freilich, ist ja auch cool. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe es mir gekauft, Black Ops. Das war an einem Dienstag, habe ich es dann bekommen. Oder halt, das kam dann am Dienstag an, so ist es passiert. Und da mussten wir gerade von der Schule aus irgendwie einen Ausflug machen und waren nicht da. Und dann Dienstag in der Früh um 6 Uhr aufgestanden, wirklich, und noch gezockt eine Stunde. Und erstmal geschaut und so, und oh, das Spiel ist unglaublich toll und die Grafik und oh, und sauber und so. Und dann echt eine Stunde früher aufgestanden, bloß wegen dem Spielzocken, wo eigentlich hätte ich mir sparen können. Natürlich, damals war es cool. Also, ich fand es damals neuer Boom, natürlich, neues Spiel ist immer cool. Nach einer Zeit wird's dann, sieht man es dann, wie es wirklich ist. Und ich habe einfach gesehen, es ist nichts für mich. Also, Black Ops. Es gibt Besseres, es gibt World at War, es gibt Modern Warfare 1, 2 und Battlefield. Auf jeden Fall, die sind geile Spiele. Und ich sag mal, einen fetten Fang fürs Zugucken für die kurze Runde wirklich. Es ist bloß ein kurzes Video. Es soll auch mal sein, was soll's. Es gibt 630 Dollar, COD-Coins, weiß ich nicht, Simoleons, Gelddinger. Ich war Erster. Und ich weiß nicht, wie viel ich jetzt einen Score hatte. Ist nicht so schlimm. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ich würde mal sagen, tschüss, ne?